Hey, liebe Leute, Herr Bravura hier. Kleine Sache, bevor die Episode startet. Eigentlich wäre das Episode 49 und 50. Ich habe mich aber dazu entschieden, das jetzt schon rauszubringen als Special, nachdem das Winter-Update rausgekommen ist. Macht also Sinn, dass wir es jetzt bringen. Also wundert euch nicht, dass die nächsten Folgen von Raywars Online eigentlich in der Vergangenheit sind und nicht in der Zukunft. Also es ist eigentlich die falsche Reihenfolge. Ja. Und in der Mitte werde ich dann irgendwie das versuchen zu erklären im Stream, also sprich bei Episode 50 eigentlich, ignoriert das komplett, was ich da sage. Also, das ist eine Sonderepisode und ihr kommt jetzt zwischendrin. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ich wünsche euch eine schöne Weihnacht. Bis dann und los geht's mit der Episode. Ja, liebe Leute, und damit erstmal aller herzlich willkommen hier zu diesem spontanen Stream. Es hat sich sehr viel getan. Heute ist ein großes Update rausgekommen für Raywards Online und für Raywards Online Extended. Und beide Sachen wollte ich eigentlich mal zeitnah mal zeigen. Und ich glaube, wir machen die Musik schon mal leiser. Die ist mir schon zu laut. Mal runter damit. Und ich will jetzt erstmal auf den Changelog eingehen, bevor ich es euch dann wirklich zeige. Die wichtigsten Sachen sind, die Heißler ist schwerer geworden. Die Höchstgeschwindigkeit der Heißler ist jetzt auf 7 Meter pro Sekunde. Die Masse der Climax ist angepasst worden und fährt jetzt nur noch 5 Meter pro Sekunde. Die Aktualisierungsrate von der Porter-Physik ist angepasst worden. Geschwindigkeit und Geräusche der Climax-Zylinder-Armation ist angepasst. Es gibt jetzt einen Lokschuppen, den werden wir uns noch anschauen. Es gibt jetzt endlich einen Caboose bzw. den Mannschaftswagen und natürlich, es ist Winter. Was auch noch erwähnenswert ist, die Feuerbüchse. Man muss jetzt effektiv die Büchse aufmachen und dann das Holz reinschmeißen. Ansonsten wird es nicht mehr aufgeladen. Und das zeige ich euch gleich mal im Spiel. Natürlich mit Railroads Online an. Und ja, es ist winterlich. Alles hier im Schnee. Sieht doch schön aus, ne? Und falls ihr euch wundert, warum jetzt hier der Kohlezug wieder dasteht, nach der Episode, also beim letzten Stream, wo ich mit Chris gespielt habe, habe ich vergessen, danach zu speichern. Und Railroads Online Extended ist auch nicht mehr gelaufen. Also alles das, was Chris und ich gemacht haben, müssen wir theoretisch nochmal neu machen. Und ja, jetzt kommt schon die Frage, woher habe ich die Minimap? Die kommt aus Railroads Online Extended. Ich zeige es nochmal. Da kann ich hier auch die Minimap im Spiel abrufen und sehe hier alles, was ich gerade so habe. Und das wichtigste Update von Railroads Online Extended ist, ich kann jetzt auf den Wagen klicken, kann ich sagen Open Controls und kann schauen, ob beim Wagen die Bremsen angezogen sind. Und falls ja, dann hat er hier diese Umrandung. Also man sieht hier, da ist die Bremse gezogen, da jetzt nicht. Da steht auch der Verband, mit dem wir gleich demnächst fahren werden. Super praktisch. Ah, und das sind die zwei Handcars, die sind halt immer angezogen. Machen wir das hier mal wieder weg. Ich könnte mir theoretisch auch anschauen, was gerade irgendwie beladen ist, wenn es nützlich ist. Ich für mich brauche die Minimap eigentlich gar nicht. Ich brauche eigentlich nur die Funktion, dass ich Loks fernsteuern kann. Aber die habe ich in der letzten Episode ja schon gezeigt, die auf YouTube ja gerade vor kurzem veröffentlicht worden ist, wie das funktioniert. Okay, also, erste Änderung. Da gehen wir gerade hier zu unserer Lok Nummer 2. Man hat ja sehr oft den hier gemacht. Geht jetzt nicht mehr. Man muss jetzt wirklich effektiv hier aufmachen, nimmt sich hier das Holz und geht rein. Neu ist jetzt aber, dass ich links oben sehe, wie viel Masse ich drin habe und wie heiß das Feuer gerade ist. Also ihr seht es, 70% und die Temperatur geht nach oben. Hi Ronny! So. Das ist die erste Änderung, die wichtig ist. Als nächstes schauen wir uns mal das Caboose an. Da habe ich nämlich schon welche gekauft. Die stehen da hinten. Das sieht schön aus. Hier alles so im Winter. Ich hoffe, sie lassen das als Option drin. Ach ja, als kleiner Gag, das Wasser hier ist gefroren. Man kann da jetzt drüber gehen. Aber man kann trotzdem hier noch reinladen. So ist es nicht. So. Und da ist der Mannschaftswagen. Hier habe ich ja gleich drei.
Einen werden wir wegnehmen und die anderen sind für die anderen Zugverbände. Und so sehen die aus. Man kann die hier beschriften. Hier mit einer Zahl, oben mit einem Text. Und ihr habt jetzt einmal von 95, 96 und 97 benannt. Und ich würde sagen, wir schauen mal in den hintersten rein. Er hat hier natürlich die Handbremse. Kann ich ganz normal bedienen, wie bei jedem anderen Wagen auch. Kann hier die Tür aufmachen. Wobei, sie haben jetzt gerade wieder einen neuen Patch rausgebracht. Ich kann jetzt einfach hier Desktop machen. Das ging beim ersten Patch nicht. Das geht jetzt. Ja, so sieht das Ganze hier von innen aus. Wir haben hier so einen kleinen Ofen. Und der funktioniert auch. Das heißt, sie können hier aufmachen. Nehmen wir mal so einen Holzscheit. Und werfen den hier rein. Und der hat auch einen optischen Effekt. Wenn wir jetzt also hier mal rausgehen, dann raucht es hier. Ist das geil, oder? Das ist super. Naja, und hier die Sitzmöglichkeiten. Hier kann man nichts machen, da werden halt die Unterlagen. Aber man kann hier oben sitzen. Und dann hat man hier Aussicht. Also wenn wir dann mit dem großen Verband fahren, werden wir auch hier hinten mal sitzen. Und hier ist auch wieder die Bremse. Die hat den gleichen Effekt, als würde ich es dann hier machen. Also ihr seht es, 100%. Aber dann könnte ich hier hinten quasi als Bremse fungieren. Coole Sache. Ja, Nico, jetzt fehlen nur noch die Personenwagen und Leute, um ihren Zug zu bringen. Ja. Coole Sache. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also, mit dem Zug werden wir uns Ruheisen holen, denn Remote Controls mal aus. Wenn wir uns hier die Industrie anschauen, Show Info, ist noch sehr praktisch, sehen wir, dass wir hier mit dem Raw Iron noch nicht voll sind. Entsprechend brauchen wir 13 Wagen, um das noch voll zu kriegen. Und die habe ich hier schon mal vorbereitet. Das sind hier 13 Wagen mit der Lok davor. Und eben, das Kabus hier hinten dran. Wir werden hier. Ah, ich habe hier schon entkoppelt. Bremsen sind gelöst, aber die Lok ist noch kalt. Mr. Bones returns. Servus. Weiter hier nicht Free Kabus. They're just for the next trains I gotta use. I will take one and the other two are going to the mines, etc. Kann man damit auch Weichen fernsteuern? Ja, das geht. Du siehst ja das hier. Schwarz ist quasi der Pfad, wie er fahren würde. Und rot quasi, wie es blockiert ist. Also wenn du hier so reinkommst und es ist rot, dann würdest du entgleisen. Und jetzt kann ich hier auf die Weiche klicken. Hup. Und sie ist umgelegt. Super praktisch. Das werden wir dann auch noch nutzen. Ist das jetzt nur auf Twitch oder auf YouTube? Meine Abo? Nee, das ist nur auf Twitch. So, dann werden wir hier mal einheizen. Muss mich daran gewöhnen, dass man es hier aufmachen muss. Wir werden hier gerade voll machen. Okay, und während das passiert, zeige ich euch die nächste Erneuerung. Und zwar ist es der Lokschuppen. Ach ja, aber bevor wir den anschauen, eine Sache. Das Ding kostet nur $500, damit ihr es gesehen habt. Und jetzt der Lokschuppen, Betriebsgebäude, Lokschuppen. Gibt es in unterschiedlichen Farben. Wir nehmen jetzt mal Prince Mineral Brown, klicken den mal an. Und bauen immer hier hin. Ist ein recht großes Gebäude. Und bevor die Frage kommt, nein, man kann den nicht direkt an die Schiene snappen. Das geht leider noch nicht. Man kann hier auch einfach durch die Tür durchgehen. Oder, wenn man hier rangeht, die Türen aufmachen. Und dann natürlich rein mit dem Zug. Das macht natürlich Sinn, wenn man den mit ein bisschen Abstand zum Boden macht. Sprich, man nimmt sich hier diesen Bahndamm, macht ihn mal größer und platziert es dann drauf. Coole Sache. Also den werden wir noch hinbauen, beziehungsweise auf der Strecke habe ich schon eingebaut, und zwar bei der Kohlemine. Den habe ich da eigentlich ganz gut verbaut.
Und den werden wir dann sehen, wenn wir hier mit dem Kohlezug wieder rauffahren. Und das hier werde ich mal wieder abreißen. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich das nicht hier irgendwo reinbaue. Aber ich habe hier keinen Platz. Ich habe hier das Umfahrungsgleis, das erste. Klar, ich könnte es abreißen, dann kann ich hier schon Depot machen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass ich hier im Umfahrungsgleis habe und da, wo jetzt der Kohlezug drauf ist. Also das hier. Also jetzt effektiv kein Platz. Cool, da kann einer auf der Karte als Stellwerker funktionieren. Ja, das kann aber eigentlich nur der Host. Weil der macht diese Injection. Mach ich, glaube ich, wenn ich das schon sehe, ein Warmbetrieb ist mit Lokschuppen bei mir. Für 20 Loks. Ja, ist super praktisch. Das Ganze hier. Das gibt es auch als eigene App. Ich zeige es mal ganz kurz. Hier kann man sich auf einen anderen Monitor legen. Und die tut sich auch live aktualisieren. Und auch hier kann ich mir die Lok anwählen. Da, Open Controls. Ich sehe gerade, was ist. Boiler Pressure bei 130. Wie ist der Fuel Amount? Feuertemperatur. Dann kann ich sie auch losfahren lassen. Ohne, dass ich jetzt im Spiel drin bin. Das machen wir jetzt auch einmal hier. Machen das wieder zu. Und die bewegt sich gar nicht. Beziehungsweise sie hat Probleme. Jetzt schauen wir mal, ob hier was angezogen ist, aber sieht nicht so aus. Nö, eigentlich müsste sie fahren, dann braucht sie einfach mehr Dampf. Achso, wir fahren rückwärts. Das ist vermutlich ein Problem. Und los geht's. Ist aber tatsächlich ein bisschen zu schnell. Wir schauen mal die Weichen, die ist richtig, das ist falsch. Wir werden hinten ins Caboose einsteigen. Das Einzige, was nicht wirklich besser geworden ist, ist das mit den Frames. So. Okay. Es ruckelt ganz schön hier hinten. Ich würde sagen, das ist noch ein Bug. Okay, also Weichen prüfen. Die ist noch falsch, weil wir wollen hier runterfahren. Hier geradeaus, da rein. Alle Weichen richtig auch für die Rückfahrt, dann müssen wir nur noch die ändern. Okay. Das mit dem Ruckeln nervt jetzt aber hier hinten bei dem Wagen. Das ist aber auch draußen so. Das könnte jetzt aber auch wegen der Distanz sein, wegen der Renderdistanz. Ich glaube, das ist wegen der Renderdistanz, der Zug ist zu lang. Wenn ich jetzt mal weiter nach vorgehe. Ja, das ist wegen der Renderdistanz, das haben sie in den letzten Patches ja auch gemacht. Dass die Sachen bei da hinten nicht so sauber, also anders gerendert werden in der Performance. Aber ich versuche den Zug mal von hier hinten zu steuern. Coole Sache. Einfach mal einbremsen. Schauen wir uns mal, wie es dem Zug so geht. Fuel haben wir 52. Okay. Wir bleiben da mal bei 19%. Rui, servus. Alles klar bei dir. Abgesehen davon, dass man jetzt hier hinten sein kann, finde ich es ganz gut, dass zur Sichtkontrolle, wenn man vorne ist, um zu schauen, dass auch wirklich der letzte Wagen mitgekommen ist. Und das war ja in dem Sinne hier das Caboose. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt hier mal das Gas weg, weil jetzt geht es nach unten. Schnell nach unten. Wir werden mal vor zur Lok gehen. Ich glaube, bergab fahre ich dann doch lieber selber. Ja, bei mir ist alles super. Schauen wir das neue Winter-Update an. Oh, da habe ich mal zu viel gebremst hier. Oh, vielen lieben Dank für den Follow.
geil ist denn das? Verstehe kein Deutsch, aber ich bleibe trotzdem. If you have any questions, you can ask them in English if you want to. I will answer them in English. Einfach, könntest du abgeschnittenen Strecken Abschnitte nicht abreißen? Ich meine, du nutzt sie nicht. Das habt ihr tatsächlich in dem Stream vor, dass ich das mache. Das wäre einerseits die Brücke da hinten, die Brücke der Schande. Und, man sieht es ja hier auf der Karte, wir können hier mal weniger bremsen, dafür mal ein bisschen Gas geben. Praktisch. Das Zeugs hier möchte ich aufräumen. Das ist echt nicht schön. Und ansonsten, die Brücke möchte ich lassen, das war die allererste. Das sieht eigentlich ganz schön, das soll als Denkmal bleiben. Aber das war's eigentlich. Da wird alles genutzt. Ja, es ist eh nur das und das. Ach so, und das wollte ich auch mal zurückbauen, beziehungsweise hier könnte man noch ein Depot reinmachen. So. Ja, die Brücke des Todes, da müssen wir jetzt aufpassen beim Fahren. Irgendwann nochmal sollte ich mal diesen Knick hier beheben. Oh, kleiner Tipp. Wenn ihr jetzt Rail Wars Online spielt, färbt euch die Maus in schwarz ein. Denn Standard-Weiß geht hier komplett unter. Also ich habe schon ein paar Mal die Maus verloren, weil ich es nicht mehr gesehen habe. Nur so als Tipp. So, how does the caboose work? Yes, it's basically just the wagon here behind there. You have a fireplace in there. It's acting as a brake wagon. You have two brake controls in there. Can show that a little bit later. Yeah. Oh shit. Trees. All the tracks. Nothing happened. And he had some other visual thing at the moment. What nice to have. Muss man hier auf die Bäume aufpassen. Aber mich nervt es ein bisschen, dass hier mit dem Update so viele Bäume entfernt worden sind rund um die Strecke. Also weitestgehend. Wir haben es ja gerade gesehen, dass da einer noch drin war. Aber mit der Minimap, mit dem Online-Tool von, was es da gibt, ich weiß es gerade nicht mehr, wie es heißt, kann man die Bäume wieder pflanzen lassen. Aber sie sollten auch wieder so ein Pflanztool einführen. Das wäre super. Was ich mir auch wünschen würde, ist, dass ich das Caboose in anderen Farben habe. Weil ich finde das Rot jetzt irgendwie meh. Oh yeah, it really looks amazing. We'll give you another close-up when I am down at the station. Wir könnten eigentlich hier ein bisschen schneller fahren. Ah, ich liebe das, das Tun. Klingt so nice. Oh, 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 scheiße. Trees! Das müssen wir fixen. Absolut normal. Okay. Was ein Desaster gibt. wir könnten noch mal ein bisschen Holz nachlegen. Das ist so ein guter Indikator jetzt. Ich bin jetzt weniger nervös, dass ich hier irgendwas übersehe. Das Coole an der Minimap ist auch, du kannst auch sagen, dass sie jemand anders folgen soll. Also könntest du theoretisch den Zug von jemand anders hier oben angezeigt haben.
Das ist noch praktisch. Okay, fast da. Bitte gerne die Lokomotive aus Harry Potter. Ja, das wird leider nicht passieren. Leider zumindest so lange nicht, bis der Workshop funktioniert. Sie haben vor kurzem im Discord gesagt, dass sie das nicht tun werden. Also sie wollen da historisch bleiben. Ja, entweder das, ne? Oder generell wegen am Verkehr, dass du weißt, wo der andere ist. Aber eben, soweit ich weiß, kann es halt nur der Host nutzen und nicht die anderen Clients. Probiert habe ich es noch nicht. Ob es auch andere Clients nutzen können, zeitgleich. Aber nachdem das ein Cheat Engine Hack ist, gehe ich mal davon aus. Was zum. What the fuck? Ah, okay. Es lädt. Ich dachte schon, hey, Moment mal, wo ist das alles hin? Also ich hätte gerne den Winter Wayward Mallet. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ich sehe gerade, wir werden mal den Live-Chat mal ein bisschen nach oben machen. So. Hier gab es ein paar Texturanpassungen, aber ich glaube, das ist eher auf der anderen Seite. Gemäß Changelog. Okay. Jetzt kannst du natürlich denken, wo der Mod jetzt auch gleich praktisch wird. Und zwar ist es dann hier, die Lok immer weiterziehen zu lassen. Okay, Thema Money. Gonna show you the caboose. What a long train. But that's the beauty. Hoffentlich gibt es auch eine Version ohne diesen Kranz hier. Really nice interior. Absolute classic. Get warm in here. Schon cooles Teil. Okay, also hier gab es ein Textur-Update auf der anderen Seite. Ich will nochmal schauen, ob man das sehen kann bei dem ganzen Schnee. Also das ist noch einmal. Ah, das haben sie neu gemacht. Okay, dass man jetzt hier das sieht, wo das eigentlich hinkommt. Aber die Kapazität ist doch die gleiche, oder? Ja, 100. Okay, das sieht wirklich ein bisschen schöner aus. Dass es halt hier so versetzt ist, ist halt irgendwo... Meh. I love it, what my opinion is just a little too bright of a red. Ja, mine too. Would be cool to change the colors. Like you can do in the train shelter oder Depot. Also mein erster Zug ist doppelt so lang, die Klasse 70 langweilt sich ja bei dir. Ich fahre jetzt 20 Eisnetze, 4 Stellen schicken. Was wird dann der Klasse 70? Ihr machst also eh ein bisschen aus der Performance. Weil je länger der Zug ist, umso schlechter wird die Performance. Ist zumindest meine Beobachtung. Also versuche ich nicht allzu lang zu werden. Also jetzt krebs er ja schon wieder, also 30 klar, da, auf 30 habe ich ihn capped, aber beim Fahren ist er jetzt wieder auf die 20 runter. Zum Streamen nicht so gut geeignet. Das war ja auch der Grund, warum ich eigentlich mal eine Pause machen wollte, aber dann haben sie Gott sei Dank den Performance-Patch rausgebracht und es ist wirklich wesentlich besser, aber noch nicht ideal. Ganz schlechte Idee, mit zwei Loks zu fahren. Also zumindest wenn eine in der Mitte oder also am Ende ist.
Das endet fast immer in einer Katastrophe. Wie im letzten Stream. Dabei sind wir von der Kohlemine runter. Das waren eh so hier, so die 13 Wagen. Und nochmal 8 Kohlewagen. Sind wir einfach durchgehend entgleist. 5 Bar, glaube ich. Ach, warte mal, ich glaube, das war ja nur 3 Mal, ne? Ja, das war fail. Okay. So. Open Control. Ups. Und jetzt machen wir den hier. Super praktisch. Muss ich hier mal aufpassen, wo der Wagen ist. Ich dachte, ich kann mir das auch auf einen anderen Monitor legen. Dann ist es ein bisschen einfacher. Perfekt. Ja, du musst bedenken, ich spiele es in 4K und ich nehme es in 4K auf. Dann tue ich es dann auch zeitgleich streamen und in Full HD wieder runterrechnen für Twitch. Dann muss ich ein bisschen mehr machen. Die Bright Red, keiner keeps you from seeing the texture details, ja. Also es ist jetzt so, dass das Rot an sich schlecht ist, aber ich finde es einfach viel zu penetrant und intensiv. A used look wäre ganz cool. Dass ein bisschen abgerockt ist. Okay. Ich werde jetzt tatsächlich mal die Controls auf den anderen Monitor legen. Ich muss aber nochmal schauen. Dann tue ich mir ja gerade ein bisschen einfacher mit der Steuerung. So, Open Controls. Also ich wundere, wenn der Ton weg ist. Jedes Mal, wenn man im Spiel draußen ist, ist der Spielsound weg. Ah, ist das schön. So eine Fernsteuerung. Ich weiß, das ist natürlich nicht realistisch. Aber gerade wenn man alleine ist, hilft es ungemein. Wunderbar, und ich sehe auch gerade bei Radio ist Extended auf dem Monitor. Wir müssen da mal Holz nachlegen. Sonst wird sie wieder kalt. Das wollen wir ja vermeiden. Und die Sachen mache ich auch nicht mehr. Das war meine Stop-Marke. Ah, und das können wir eigentlich auch gerade mal entfernen. Das habe ich schon mal gebraucht, um die Waage von da hinten wieder zu holen. Als sie mir in einer Episode da so in die Luft geschossen sind. Super, dann haben wir das auch. Ich erinnere die Hintergrundmusik immer an Planet Zoo. Spielt die Planet Zoo Country-Musik? Also ich habe es auch gespielt, aber ich habe jetzt gerade die Musik nicht im Kopf, was da alles spielt. Aber das Country? Genau, das Einstein bringt mir so lange Züge vor, da ich sonst keine Mengen transportieren kann. Okay, touché. Also ich finde es gar nicht mehr so schlimm, viel zu fahren. Also vorher habe ich ja... Zwischen den Streams bin ich dann einfach so für mich gefahren. Immer wieder. Und ich finde das nur entspannend. Nein, aber ruhige Musik zum Runterkommen. warum ist es jetzt ungleich? Bin ich doch ein bisschen Schäps drauf. Okay. Stellen wir uns mal hier auf den Wagen drauf. Wir werden jetzt gleich mal so fahren. Geben wir mal wieder ein bisschen Gas. Ah, die Bremsen sind nicht ganz gelöst.
Also das Interface, was ich euch zuerst in-game gezeigt habe, das habe ich jetzt einfach von anderen Monitor. Sehr gut. Und bremsen. Ich fahre ja 20 Wagenzüge mit Holz zur Eisenmine. Okay. Ja, wir müssen 13, 14, das ist so bei mir der Durchschnitt. Also wenn so der Performance mal besser ist, dann wollen wir irgendwie so einen Mega-Super machen. Andererseits frage ich mich in echt, mit wie vielen Wagen die maximal gefahren sind, weil die Kupplungen da mit dem Ring, kann man nicht vorstellen, dass das so mega viel aushält. So gerade bei dem Gewicht, gerade mit denen hier. So, dann wieder zurück. Bremsen lösen und wieder Gas geben. Und wieder anhalten langsam. Ah, ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu früh. Bremsen sind nicht schlecht. Na komm, zieh. Gut. Ich habe ja aber auch einen Rangierbahnhof, wo 260 Wagenzüge, 41 Wagenzüge und 320 Wagenzüge reinpassen. Das steht bei mir tatsächlich auch noch auf der Liste. Und zwar hatte ich mir überlegt, jetzt gehen wir mal kurz weg mit dem. Ich wollte einen Rangierbahnhof hier so machen. Da. Das wäre der erste Platz gewesen. Weil momentan ist so mein Rangierzeugs hier. Sprich, dass ich hier so reinfahre mit ein paar Kurven und dann hier wieder treffe. Das war die erste Location, was man gedacht hätte. Oder, nachdem ja hier da unten noch einiges passieren wird, dass ich das hier bei der Geraden mache. Hier da so. Und dann hier noch eine Weiche mache, die dann hier so reingeht. Und entsprechend dann hier noch, das machen ja viele hier, dass man hier noch Rangiergleise hat. Aber dass ich hier da so eine Weiche mache. Hier die Abstellung, also entweder hier die Abstellung oder ich mache sie da. Aber ich tendiere eher zu dem, dass ich sie hier mache. Weiß man auch. Also da, Platz Nummer 1 oder hier Platz Nummer 2. Ist ein bisschen versetzt hier im Stream. Okay. Sollte er hier beladen. Jetzt wird es heute nichts mehr. Nummer 1. Das weiß ich nicht. Wir fahren jetzt wieder zurück. Gut, dann können wir wieder vom Gas runtergehen. Ah, das wollte ich jetzt nicht. So. Und im richtigen Moment wieder bremsen. Cool. Kann ich mal auf der Karte zeigen, wo ich das erste Depot hingebaut habe, und zwar, nachdem ich ja den Kohlezug abholen musste, hier. Ich habe hier die Abstellung und da ist er wieder zum Beladen, und das Gleis, das ging vorher gerade parallel weiter zu dem hier. Da habe ich das Depot hingebaut und da ist auch gerade eine Lok drin. Werden wir uns aber noch anschauen. Das ist der schönste Bereich, den ich je gebaut habe. Finde ich nach wie vor. So, hier, aufladen. Kohle ist auch noch ein Bahnhof für 32 Wagenzüge. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich da oben länger, also größer mache, aber erstmal passt es so. Mindestens für meine Fahrten. Aber die Schleife könnte größer sein. Okay, ein Wagen noch. Den ziehen wir uns jetzt hier nochmal rein. Dass die Lok hier anfährt. Ja, sehr gut.
und Break. Reicht es jetzt noch hier? Wunderbar. Können wir demnächst hier auch wieder die Schiene noch rumbringen? Also rein von der Logik her müssen da jetzt 39 Schienen müssten sein. Achso gut, er hat schon welche gehabt. 43 jetzt. Okay. Das spricht, das waren jetzt ein bisschen mehr als 4 Wagen. Da ist die Tür offen. Ich frage mich. Nur was ausprobieren. In der Kurve müsste die Rennedistanz hier kürzer sein zur Lok. Ob er dann hier auch anfängt zu ruckeln, wie er es vorher gemacht hat. Wir lassen die Lok mal fahren. Ich tue die Weiche schon mal stellen. Und los geht's. Fängt schon wieder an zu zittern. Also entweder Rennerdistanz oder es ist ein Bug. Dass es so nach vorne und hinten zieht. Ist auf jeden Fall nicht schön. Ah, ich sehe gerade, kann man da oben die Lampe anmachen? Man kann! Oh, wie cool! was? Weil du die Tür offen gelassen hast, ist jetzt kalt drin. ja, da hat es ein bisschen Blut drin, das passt schon. Ist voll chillig. Man kann sie hier so dastehen. Gucken, was er dazu so macht. Ich hoffe, sie tut da noch was, hier mit dem Lecken da. Wobei, wir werden uns dann mal so ein Caboose nach ganz vorne nehmen, einfach nur um das mit der Distanz mal zu testen. Aber wenn der Wagen das ganz vorne dann auch macht, dann ist irgendwas mit dem Wagen. Weiche umgestellt? Ja, habe ich mit meinem Tool schon gemacht auf meinem Monitor. es ist so nice. Der Schlusslicht. Also grün wäre es ja, wenn die Fahrtrichtung hier rein wäre. Ich finde es so cool. Ich habe mir das so gewünscht, dass es kommt. Gut. In welchem Spiel war das, wo das Caboose der Speicherpunkt war? Oder generell du da deine ganzen Sachen hattest. Ah, D-Ray Valley, da hast du dann hier deine ganzen Unterlagen drin gehabt und so. Genau. Wir gehen mal vor zum Lok. Ich will selber fahren. Also gut, ich fahre selber, aber halt, ich will halt nicht remote fahren. Das ist mir die alte Strecke ein bisschen zu gefährlich. Und es klingt schöner. So. Ich wünsche mir eine neue Lok, so langsam habe ich wenig Anreiz, Geld in dem auszugeben. Ja, kommt doch. Also sie haben es ja in Planung, dass neue Loks kommen. Und man hat ja die 3D-Modelle auch schon gesehen. Aber ich für mich, was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass sie irgendwie die Welt editierbar machen oder dass du halt welche erstellen kannst. Weil irgendwann, auch wenn du dann 6, 7, 8, 10, 12 Loks hier drin hast, wird die Welt einfach langweilig. Also ich finde es jetzt schon langweilig zum Bauen, weil ich keine Bergstrecke mehr habe. Gut, ich kann natürlich davon, da jetzt, wo die Brücke ist, da möchte ich noch die Umfahrung bauen, damit die Brücke verschwindet, weil die ist mir noch ein bisschen Dorn im Auge, dass das so quer drüber geht. Praktisch, aber ich finde es nicht schön.
Und dann könnte ich natürlich noch die Verbindung machen, oder ich kann es mal probieren, ob es überhaupt machbar ist, dass es realistisch aussieht, da nach da rüber zu kommen. Das muss dann irgendwie so laufen, gehe ich mir davon aus. Das wäre dann ein Projekt. Aber hier, das hier zu bauen, das ist irgendwie langweilig. Also es war auch das schon relativ langweilig zu bauen, nachdem es hier eigentlich nur gerade ist. So, bei der Stelle muss ich jetzt immer aufpassen. Ah, und ich habe es ja eben letzten Stream erwähnt. Was ganz praktisch ist bei Rainbow Six Extended, ist das Autosave. Alle 5 bis 10 Minuten kriegst du ein Autosave. Super praktisch. Irgendjemand nervt gerade. Ne, alles gut. Südele. Das Krebs wieder bei 20 FPS rum. Das ist nervig. Ach ja, das will ich auch lassen, rein als Denkmal. Erst die Bergstrecke da. Ein Fail. Aber ja, die Brücke da muss weg. Da will ich irgendwie da hinten so fahren. Da hinten vielleicht eine kleine Brücke. Und davor mir dann V wieder rein. Irgendwie so. Noch ein paar Projekte. Zu Ostern auch wieder ein Special machen. Was denn Ostereier suchen hier drin? Die Weichen weiter vorne sind falsch. Sprich, das ist belegt. Wir werden hier reinfahren und dann kommen wir da rein. So, so. Das ist richtig, das ist richtig. Und das ist falsch. Cool. Freifahrt. So wird man schon ein bisschen faul in dem Spiel. Was ich auch noch ausprobieren muss, ist, wie das wohl ist, wenn du dann hinten eine Lok hast und die einfach nur die hintere Lok fernsteuerst. Zum Anschubsen oder sowas. Und ich will hier immer noch eine Nummer hier drauf haben. Verstehe ich, warum ich das hier nicht gemacht habe. Dass ich eine Nummer habe. Ich habe sie nur vorne. Ich bin auch gespannt, ob ich mit dem Kohlezug drauf komme. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass ich das schon mal probiert habe. Und die Eureka hat es mit den 8 Wagen nicht drauf geschafft. Und dann durfte ich mit einer zweiten Lok hinterherfahren. Moment mal. Ich habe die Bremsen nicht angezogen. Das haben wir gerade mal nachholen. Okay. Das hätte ich vielleicht mal tun sollen. Und dann können wir sie jetzt eh gleich mal reinrollen lassen. Was war Raybots ohne mit mir, ohne dass ich meinen Fail habe? Na, schaffst du es da auf das Gleis rein?
Würde ich jetzt echt super finden. Ja, die Physikberechnung hört ja auf bei den Wagen, wenn du entsprechend weit weg bist. Ich habe es ja wieder angefangen, nachdem ich herkommen bin. Ja, komm mal ein bisschen noch. Oh, ein bisschen noch. Geht noch, geht noch. Fair enough. Also werden sie nie weggerollt. Super. Ja, wir könnten auch mal wieder Holz nachlegen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Jo, wir brauchen Holz. Mal gerade zweimal. Nice, weiter geht's. Ist das jetzt zugefroren? Ja, im Moment schon. Normalerweise kannst du da drin schwimmen. Oder stecken bleiben. Je nachdem. Aber jetzt kannst du drüber laufen. Ist vermutlich bei den Flüssen auch so. Aber da habe ich es noch nicht ausprobiert. Ich werde hier ein Depot machen. Ich werde das hier gerade machen. Und anstatt dass das hier ein Ausweichgleis ist, geht das ganze Gleis hier runter. Dann kann man da noch was Tolles abstellen. Dann werden wir hier nochmal eine Weiche hinbauen. Für ein drittes Gleis. So ungefähr und das dann hier schön parallel. Ja, das werden wir machen. Wir holen dir das Holz raus, wenn es zugefroren ist. Das ist eine sehr interessante Frage. Das weiß ich nicht. Sagen mal Lagerfeuer auf dem See, damit sie wieder auftaut. Ja, ich werde das Safe Game modifizieren, dass wir hier wieder Bäume haben. Es ist mal alles zu kahl da um die Strecke rum. War echt schön mit der Winterlandschaft. Werden wir das hier entladen und dann werden wir uns da ein Depot bauen. Was sind bei euch jetzt so die nächsten Bauprojekte? Also mal abgesehen davon, mal die neuen Sachen hier auszuprobieren.
Ich erinnere mich gerade, ich wollte ja auch mal eine Lokparade machen. Alle Loks hintereinander. Das müssen wir auch noch irgendwann machen. Und jetzt mit dem Tool Railroads Extended, also da könnte ich hier auch dann alle dampfen lassen. Oh, mir schwant da Böses. Bei dir aktuell nichts. Wieso? Alles schon gebaut oder hat weniger Lust zu bauen? Mehr fahren. Andere Spiele. Okay. Was zockst du aktuell so? Also bei mir ist momentan Transport FIFA 2 und Age of Empires. Die spiele ich gerade nebenbei. Der Ultra Train Simulator, aber das dann nehme ich gerade aktuell nichts auf. Ich würde gerne die Takes 2 zocken. Davon habe ich schon gehört. Kann jetzt aber gerade nichts damit anfangen. Um was geht's da? Was ich jetzt gerade so sehe, die weiße Schrift vom Knife-Chat ist natürlich bei dem ganzen Schnee weniger vom Vorteil. Genau wie mit der Maus. Man kann es dann im Video halbwegs lesen. Okay, also hier werden wir dann die Weichen machen. Damit wir hier parallel sind. Wobei ich glaube, wir müssen hier die ganze den ganzen ersten Teil auch noch neu bauen. Weil wir hier eine leichte Kurve drin haben. Muss ich mal dann gleich mal im Detail angucken, wie wir das jetzt am besten machen. Mal, dass wir hier richtig zum Stehen kommen. So, Dele. Komm, entladen bitte. Super. Achso, jetzt wollte ich schon wieder selber fahren. Ja, sag mal. Nee, ich bin jetzt faul. Wir lassen fahren. Ah, jetzt müssen wir das schnell auf einen anderen Monitor aufmachen. Dritte Wagen. So, schon wieder runter vom Gas. Super. Perfekt. Eigentlich können wir hier auch hier hinstellen. So, an Monitor. So, wieder beschleunigen. Ist ein Multiplayer-Game, das nur in Zweispieler-Modus spielbar ist und ich habe Pech mit meinem Mitspieler. Okay, das ist natürlich ein bisschen Damage. Aber ist es so Arcade-Puzzle-mäßig oder... So. Hätten wir den mal angehalten. Jetzt runter da. Gut, letzte Batch noch. Vorletzter besser gesagt.
Den Lok wieder fahren. Es ist ein bisschen sinnbefreit, dass man das Signalhorn auch fernsteuern kann, aber man hört es halt nicht, wenn man halt in der Cheat Engine drin ist. Ich habe es jetzt gerade mal betätigt. Also es wird allerhöchstens jemand hören, der jetzt im Multiplayer mit drin ist. Aber man selbst hört es nicht. So, einer noch. Und einmal wieder Gas geben. So, Dre. Ja, läuft wie geschmiert. Und bevor wir da gleich ins Episodenende reingehen, werden wir den Zug hier nach hinten schicken, damit ich hier Platz habe zum Bauen. Wunderbar. Dann. Weil andere Richtung. Ja, was ist das jetzt? Weißes Licht. Grün. Gehen wir mal hier rein. So. Und. Oh. Ja, gut. Fuel geht nach unten. Das ist jetzt aber eh egal. Und von. Also, egal. Wir können auch noch da vorne fahren. Hauptsache, das Gleis hier ist frei. Ich hätte gerne eine Audio-Option, das ganze Rauschen und Industriezeugs da stumm zu schalten. Das nervt. Vor allem am Sägeberg. So, du kannst jetzt schon wieder rollen. Wir lassen immer die ganze Runde fahren. Nur für den Fall, dass ich hier was anpassen muss. Gut, bremsen. Und dann bin ich viel am Gunfire Reborn abzocken. Das kenne ich auch nicht. Okay, jetzt machen wir noch einen schönen Screenshot. Wir benehmen das als Screenshot. Einmal F12. Und da war es ein Screenshot. Nice. Ah, eine Sache schaue ich jetzt mal nach, bevor ich die Episode beende. Wir müssen jetzt demnächst mal hier die Sachen abtransportieren Richtung Öfeld. Sprich, neue Wagen kaufen und so. Und dann können wir auch hier noch Abstellungen machen. Und hier ein Depot. Macht das Depot hier vielleicht mehr Sinn? Wenn ich hier immer wieder reinfahren muss. Mal kurz auf der Karte gucken. Das mache ich nicht mehr. Hier das Depot so rein. Da ist auch 1, 2, 3 Gleise. Das hier begradigen. Und dass man dann hier. Oder Ballast es so, macht dann hier Weichen rein, die dann da so reingehen. Mindestens 2. Wobei, also ich will hier dann noch eine Weiche hinbasteln, dass ich hier hinten seitens Depot wechseln kann. Wobei es geht ja dann eh nur in eine Richtung. Also wir machen 2 Weichen hintereinander. Also so versetzt. Ich glaube, da ist zu wenig Platz.
Mal kurz hier gucken. Ich muss das mal kurz ausprobieren. Weiche. Nur mal so zum Testen. Das wäre dann einmal so. Schienen. Welche links? Und irgendwie nochmal so rein. Ne, Moment mal, das geht gar nicht auf. Das geht gar nicht auf, so wie ich mir das jetzt überlegt habe. Außer, jetzt mal nochmal schauen, weiche rechts. Wenn es dann irgendwie so ist. Das jetzt nochmal platzieren. Das wäre eine Länge. Das Ganze bräuchte ich dann nochmal in die andere Richtung. Sprich. Ja, wir können es jetzt mal ganz kurz snappen. Schienen, weiche links. Wäre das ungefähr da? Das Depot selber. Lokschuppen da. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man das nicht. Ansnappen kann. Dann wäre der ungefähr da hinten. Es wird sich vom Platz ausgehen. Da hätten wir auch noch ein bisschen Luft, dass wir weiter nach hinten fahren. Und dann hätten wir hier zwei Gleise. Und da könnte ich hier hinten die Lok umsetzen. So ungefähr. Wie vom Grüffel Reborn dazu. Das ist ein Free Game. Was bringt das? Was bringt das Depot? Gar nichts. Sieht einfach nur schön aus. Da kannst du halt die Lok drin parken. Das ist einfach mehr so Ästhetik. Das ist ein bisschen mehr Zeugs, um dein Schienennetz hier auszubauen. Ich finde schon ganz cool. Also ich hoffe, sie machen da mehr dieser Sachen. Aber ja, es hat keinen Nutzen. Da steht einfach nur die Lok hier drin. Okay. Ich werde das mal hier so stehen lassen. Für eine spätere Baureferenz. Hier. Auch wenn ich das dann in schön irgendwie machen muss. Gut. Liebe Leute, das ist erstmal Episodenende. Bei Twitch geht's in die Pause und bei YouTube sehen wir uns dann in der nächsten Episode. Also, bis gleich. Gib mal Musik. Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Railroads Online. Und jetzt hab's ein bisschen, ja, Episodenmisch abgegeben. Denn die erste Winterepisode, die kam vor geraumer Zeit schon raus und wir haben nach dieser Episode wieder weitergespielt und das ist jetzt die Episode 49, wo es weitergeht. Also nicht wundern, warum ihr da zwischen Sommer und Winter hin und her wechselt. Und wir wollten jetzt nochmal testen, ob hier das Caboose so zittert, wenn es direkt hinter der Lok ist. Und wir müssen die sowieso zur Kohlemine raufbringen. Und da werden wir das dann hier gleich deponieren. Und die Frage ist, schafft es die Eureka nach oben mit 8 Wagen plus den Caboose? Jetzt spannend. Heiß ist sie schon mal. Weichen sind gelegt. Ups. Kamera nicht richtig eingestellt, aber jetzt. Und los geht's. Vorwärts war noch ganz gut. Und alles läuft schief. Ja, ich hoffe es mal nicht. Muss ich mal gerade nachschauen, auf YouTube kam die Episode jetzt heute raus oder gestern? Kurz gucken. Ne, vom Tag. Okay.
Ach, warte mal. Ich bin ja so ein Superheld. Ich wollte es ja testen. Geh mal kurz hier raus und werde die Lok fernsteuern. Wo ist sie denn? Open Controls. Wir gehen jetzt mal hier rein. Geh rauf. Kann ich in die Außenansicht gehen? Oh ja, ich kann. Ich glaube, das hat wirklich was mit der Distanz zu tun. So, Lok. Weil hier tut uns nicht mehr zittern. Also es wackelt halt hin und her. Aber das ist normal, aber es zittert nicht mehr. Jetzt ist normal. Gut, damit ist die Frage geklärt. Also je weiter hinten das ist, umso mehr von das Ding an zu zittern. Ist ja wieder kalt hier drin. Controls wieder aufmachen. Sieht das cool aus. Ich möchte die Lok steuern. Die Bergstrecke ist zu intensiv. Wir sollten hier mal... Mr. Master, geh hin. So, da. Bremsen bitte. Nein, jetzt kann ich die Kamera nicht mehr verändern. Ah, es fängt schon gut an. Jetzt muss ich wieder rausgehen. Wieder rein, Bremse lösen. Ah, schon ein cooler Side-Effekt da mit dem Ofen. Okay. Also die erste Steigung ist hier schon mal die schlimmste. Schon etwas hoch schaffen. Wir werden ja so schnell wie es geht da hochfahren. Damit wir Schwung haben. Ich glaube, ich gehe schon mal auf 100%. Ist jetzt riskanter bei der Kurve. Ich hoffe, uns wird da jetzt nichts irgendwie entgleisen. Und schon aber langsamer. Ach, das Zeug wollte ich ja noch abreißen. Ah, das machen wir später. Erstmal hier rauf schaffen. Oh oh. Bitte bleib nicht stehen. Bitte nicht. Bitte. Komm, 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 komm. Komm. Yes. Die zweite Stelle ist dann die neue Bergstrecke weiter hinten dann. Da ist nämlich auch steil, aber da ist das Problem, dass es auf längere Distanz ist. Wir müssen eh nochmal stehen bleiben, um Holz nachzulegen. Vielleicht machen wir das gerade hier. Sind wir gerade. Ja, das passt schon so.
Gut, hätte es jetzt ferngesteuert, hätte ich während dem Fahren nachlegen können. Gut, weiter geht's. Wollen wir heute nochmal ankommen. Wenn man es so ansieht, könnte man meinen, es ist ein rotes Licht irgendwie. Da ist wieder ganz aus. Da leuchtet es wieder. Plötzlich kommt dem Herrn so ein Wagen entgegen. Hey, das ist mir schon passiert. Ja, schaust du aber dann doof. Södele. Ja, da kann ich nicht die ganze Zeit voll im Gas drin bleiben. So, auf dem anderen Monitor habe ich jetzt mal die Loksteuerung an. Einfach die schönste Lok mit den ganzen Goldverzierungen und mäßigen Zeugs. Wie viele Monitore ich habe? 4. Einmal 32 Zoll und dreimal 27. Und der größte ist in der Mitte. Das ist auch der, wo es 4K kann. Den spiele ich. Und die anderen nutze ich halt für die Stream-Kontrolle und sonstige Sachen. Ich hab die aber eigentlich nicht wegen dem Spielen, also so viele Monitore, sondern eigentlich fürs Radio. Und da mache ich das wegen der Software. Da muss ich mir sehr viele Sachen zeitgleich anzeigen lassen. Und da sind mehrere Monitore einfach praktisch. Also mit nur noch einem Monitor könnte ich nicht mehr leben. Zwei wäre das absolute Minimum. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann will man das nicht mehr missen. FM, ja genau. Ach ja, ich weiß nicht, ob es der Bot in den Chat schon reingeschrieben hat. Bei mir zeigt er das nicht an. Ich baue gerade so einen kleinen Discord-Server auf. Also rund hier ums Gaming, um den Kanal auf Twitch. Also wenn ihr wollt, kommt da gerne rein. Dann haben wir da einen kleinen Gaming-Discord-Server, das ist natürlich sehr jung. Aber da haben wir das direkt auch in Kontakt. Ich wollte natürlich ganz bewusst da nicht den Furry FM-Kanal dafür nehmen. Der bezieht sich natürlich auf Furry FM. Das wird nicht passen. Wenn ich da mit meinem privaten Kanal noch mit reinkomme. Das wollte ich jetzt nicht.
Wieso hätte ich eigentlich meinen Mute-Button? Also bis jetzt bin ich ganz guter Dinge, dass wir das schaffen werden. Letzte Drittel wird spannend. Aber für den Fall, dass wir es nicht schaffen, haben wir ja Gott sei Dank die Lok oben im Schuppen und können mit der runterfahren. Discord habe ich lange Geschichte zu erzählen. Das klingt negativ. Ich für mich habe bei Discord eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Nur zum Streamen ist nicht wirklich geeignet mit anderen Leuten. Also gerade wenn es um die Audioqualität geht und von der Durchhaltevermögen, da ist nach wie vor TeamSpeak besser. Auch wenn es Retro ist. Also beim Radio beispielsweise, wenn wir da mehrere Moderatoren zeitgleich haben, dann machen wir das alles über TeamSpeak. In ganz seltenen Fällen, wenn zum Beispiel ein Gast nicht kann, dann halt über Discord. Und wenn das auch nicht geht, dann halt über Telefon. So, noch jetzt nach unten. Dann lassen wir es mal rollen. Sehr gut. Und jetzt wird es spannend. Ich hatte es jahrelang wegen negativer Erfahrung sehr lange nicht mehr genutzt. Okay, ja schade eigentlich. Ich meine, mir hat auf Discord ein Server nicht mehr gefällt oder nervt, dann gehe ich ja halt raus. Das ist ja das Feine bei Discord. Oder schätzt du stumm? Kannst auch die Leute blockieren, wenn dich jemand direkt nervt. Ob sie die Leistung von der angepasst haben? Musst du mal die letzten Patchlogs anschauen. Aber sie schlägt sich wirklich nicht schlecht. Ich hatte einfach noch im Kopf, dass die mit den Hoppers echte Leistungsprobleme hatte. Na, ich verschreie es mal nicht. Doch sind wir nicht da. Wir müssen den ganzen Zug sowieso drehen, damit wir richtig reinkommen. Ui, da fängt sie wieder zum Kämpfen an. In den Game, in dem ich sie gezockt habe, war sowieso auf Test, deswegen war es für mich kein Problem. Achso, ja dann. Ja, aber im Allgemeinen, TeamSpeak ist halt nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Also wenn man gerade die Konkurrenten anschaut. TeamSpeak will ja auch eine neue Lösung jetzt mal machen, aber das ist immer noch in der Closed Beta, seit Jahren. Und es soll dann so ähnlich wie Discord sein, so vom Aufbau her. Aber halt mit der Technik von TeamSpeak. Bin mal gespannt, ob das mal irgendwann mal kommt. Ist ziemlich ruhig, was das Projekt betrifft. Also an Updates.
Okay, sehr gut. Dann werden wir den Zug hier auch gerade mal wenden lassen, weil wir müssen mit der Lok da hinten den Zug dann richtig einparken. Und hier ist das Depot, so wie ich es gebaut habe. Ja, die Audi-Qualität ist auch bei TeamSpeak besser. Da gibt es auch momentan nichts Vergleichbares. Deswegen hält es auch noch. Also, ja doch, es gibt schon was Vergleichbares. Aber das ist dann eher was für den professionelleren Einsatz. Mit so Bad Geilin, um sich mal spontan zu treffen. Okay. Jetzt machen wir ein leichtes Spiel. Wir warten, bis der vorbei ist und dann machen wir die Weichen stellen. Bam. Ich liebe dieses Tool. Die Kurve da. Die sollte ich ja auch mal neu machen. Hab schon ein paar Mal gesagt, dass ich es tun werde. Eigentlich ist ja gut, denn uns geht das Holz aus in der Brennkammer. Okay, dann schauen wir, dass wir mit dem letzten Wagen hier die Weiche freimachen. Dann bleiben wir mal stehen. So, das reicht. Okay. Passt. Also eben, das ist das Depot, was ich gemacht habe. Und wie ich das gebaut habe, ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe einfach hier den Bahndamm weitergezogen, damit das Gebäude hier auf der gleichen Höhe ist, wie theoretisch die Schienen wären. Und habe dann mit Friemelarbeit, ich mach's mal kurz nach, dann hier am Gleis, kann ich das irgendwie so machen, schau, dass es so halbwegs parallel ist und dann platziert. Okay, gehen wir mal hier rein. Also man kann natürlich auch so durchgehen. Aber hier machen wir auf. Na komm. Geh auf. Und werden unser Mannschaftswagen hier reinstellen. Werden wir hier erstmal einfeuern. Da bräuchte man mal Holz demnächst. Okay, die Weichen führt da, wie von da raus. Einmal so, einmal so. Das müsste richtig sein. Hacker. Gar nicht. Das ist ein Feature. Haben sie es selber so in den Patch reingemacht? Ja, die Lok ist sehr laut. Das habe ich vergessen. Ich glaube, das ist die lauteste Lok hier. Zahlen sie alle. Ist so. So, Delay. Dann wieder anhalten. Hört richtig gut die Lichtmaschine.
Okay, hier mal vorbereiten. Weil er wieder weitestgehend im Leerlauf fahren. Ah, ich Superheld. Weiche umlegen. Das wäre jetzt noch so hitverdächtig. Ah. So sagt denn keiner was. Ah, Mann, ey. Das ist Superheld, ey. Wir müssen ja da rein. Warum komme ich jetzt nicht mehr rauf? Ah, jetzt. So. Nochmal. Ja, die Lichtmaschine geht bei dir. Also schau mal oben hier rein. Hup, aus. An. Man hört sogar leichtes Pfeifen. Schön Piano hier. Gut. Dann, wenn wir die Lok da vorne abkoppeln, wird man hier mit dem ganzen Verband reinfahren können. Gerade wie viel Sinn macht es, dass wir das der Booster reinstellen. Es macht Sinn, dass wir die Lok hier reinstellen. Weil ansonsten, wenn ich das nächste Mal wieder mit dem Kohlezug wegfahren muss, muss ich hier wieder rausfahren und dann wieder hier reinfahren, ankoppeln, wieder rausfahren. Wisst was, das machen wir anders. Wir dann jetzt doch wieder ankoppeln. Hier die Bremse lösen und zieht die Lok da rein. Dazu werde ich jetzt in mein Tool reingehen, auf meinem Monitor, und die Climax fernsteuern. Und schon werden wir gezogen. Ist das nice. Hört man sie gar nicht mehr. Ich gebe mal ein bisschen mehr Dampf. Nein, man hört sie gar nicht. Aber dann haben wir das mit den zwei Loks auch mal ausprobiert. Aber es war zu erwarten, dass das geht. Okay, dann werde ich mal auf den anderen Monitor wieder. So. Und dann bitte einmal bremsen. Au. Muss ich ziemlich stark bremsen. Und wir werden jetzt die Weichen richtig stellen. Dass wir hier reinfahren. Da müssen wir jetzt Piano fahren. Okay, wieder auf den anderen Monitor. Dann geben wir mal Gas mit 20%. Na, reicht es nicht? 20% ist zu wenig. 50. Ach, jetzt komm. Das ist einer der stärkeren Lokomotiven da hinten. Ach, wenn ich die Kamera so habe, dann hört man sie. Was soll denn nicht? Okay, wir werden jetzt mal nur rollen lassen.
Und jetzt werden wir in die Lok hier reingehen. Und mit der dann bremsen. Ich habe noch gar nicht ausprobiert, was passiert, wenn du da drüber hinausfährst. Okay. Perfekt eingepackt. Nice. Cool. Kann ich erstmal stehen. Abkuppeln. Dann schickt man den Zug mal wieder auf die Reise. Machen wir das mal hier im Game. Rückwärts. Und tschüss. Ja, bin zufrieden. Währenddessen machen wir hier mal wieder zu. Was zum Anhalten. Sofort anhalten. What the fuck? Jetzt passiert? Hier, also. Hä? Tuning Lipo, ist das jetzt neu in der Map? Das ist Railroads Online Extended. Das ist ein Mod-Hack, dass das geht. Glaube ich, Gott, auf dem Kanal ein eigenes Video darüber. Ist ein sehr geiles Tool, schau es dir mal an. Aber. BDF. Ich kann mir das jetzt gerade nicht erklären, wie der Wagen von da hinten. Vor allem sonst nicht hingleist ist. Folgendes. Wir werden jetzt mal bei den Wagen hier die Bremsen anlegen. Open Controls. Haben wir hier die Bremsen angelegt und werden hier mal kurz rausziehen. Aber wir müssen da Holz reinlegen. Sehe ich gerade. Und wir werden den da vorne mal irgendwo reintun. Mysteriös. Ja, das habe ich auch noch gesehen, aber ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Anhalten. Dann holen wir uns mal den Wagen da. Das ist mir jetzt noch nie passiert. Also, entgleist grundsätzlich schon, aber dann hat es halt den ganzen Verband oder so entgleist, aber ein einziger Wagen, der einfach mal so rausspringt. Sachen gibt's. Aber hey, dann hat man jetzt mal eine Entgleisung im Stream. War überfällig. So, also kommst du jetzt mal hier hin. Wieder aufgleisen. Bitte. Bist du so nett? Ach, du rollst jetzt nach unten. Das kannst du natürlich auch machen. Die Lok da hinten. Kann man schon mal in unsere Richtung schicken lassen. Vielleicht Holz gerade genug, dass wir da vorne hinkommen. Kommt die jetzt? Jetzt bewegt sie sich.
Mal schauen, wer schneller ist. Ist hier die Lok da hinten? Gehen wir mal vom Gas runter da. Oh, knappe Geschichte. Ich glaube, die Lok lasse ich mal ganz kurz bremsen. Aha, wir sind schneller. Ah, ein bisschen mehr bremsen. Okay. Dann werden wir jetzt wieder komplett. Dann wieder in die andere Richtung. Ah, wir müssten mal Holz nachlegen. Das machen wir jetzt mal schnell. Komm, ab in die Gänge da. Ach so, wir haben ja da die Bremsen angelegt. Open Controls, Bremse lösen. Und auch hier, Bremse lösen. Dann brauchst du nicht mehr so hart ziehen. Und so weit müssen wir ja eh nicht. Kann eigentlich schon wieder langsam stehen bleiben. Weil wir ja hier wieder rein müssen. Dann stellen wir uns mal hier drauf. Und wieder rein. Oh, da kann ich ja... das habe ich ja auch nicht gesehen, dass man hier die Laternen anbringen kann. Geht das auf beiden? Oh, das geht, glaube ich, geht auf beiden Seiten. Oh, nice. Sneaky. Lass mich rein. So. Hier siehst du es halt ganz schlecht. Ist eine blöde Ansicht. Machen wir das mal so. Dann sehe ich es hier ein bisschen im Winkel. Und anhalten. Perfekt. Es sollte dann noch von der Länge passen, dass wir die Weiche da vorne blockieren. Ja, perfekt. Gut. Bremsen. Hier. Den hintersten und den vordersten. Und abkuppeln. Und jetzt fahren wir selber. Wunderbar. Mach was mal händisch, damit ich es mal gemacht habe. Hier noch. Oh, das ist knapp. Knapp. Mal schauen, ob es da jetzt eine Überraschung gibt. Ich hätte noch ein bisschen weiter reinfahren sollen. Und ich glaube, ich werde das Gleis mal verlängern. Weil mit dem Mannschaftswagen und Caboose ist es schon ultra knapp hier. Aber es geht sich aus.
so cool, dass wir jetzt hier einen Lokschuppen haben. Ach, Holz könnte nur. Ach nee, das andere Mal. Südele. Wisst ihr was? Nur das Experiment. Schau ich mal, was passiert, wenn man hier weiterfährt. Ob wir jetzt einfach bei der Wand stehen bleiben oder ob das Teil jetzt dann gleich einen Abflug macht. Mal schön langsam. Okay, wir fahren gegen die Wand. Dann fahren wir ein bisschen nach hinten. Cool. Achso, Lichtmaschine. Aus. Kompressor aus. Ich weiß gar nicht, dass man hier aufmachen kann. Okay. Dann hätten wir unsere Loks hier mal geparkt. Sieht schön aus. Es wäre vielleicht noch was für ein Screenshot. Machen wir hier nochmal auf. Geh auf! Ist auf? So. Irgendwie so. Und Le Foto. Nice. Wieder zumachen. Cool. Das waren die Abenteuer auf der Strecke. Mit einer ziemlich schrägen Entgleisung. Ja, ich weiß nicht wieso. Aber ja, okay. Ist zwar Trade Worlds Online, aber es sind manchmal Sachen, die sind nicht nachvollziehbar. Normal in dem Spiel. Ja. Aber für heute soll es das auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja.